Ist Kamera an schon? Ist sie an? Sie ist an. Sie ist an. Ganz, ganz klassisch. Jetzt haben wir gar nicht geguckt. Wann, ne? wann haben wir das letzte Mal Space Table gemacht, wir zwei? Patrick, hallo Patrick erstmal. Hallo Nils. Space Table heute wieder Stargate. Wie früher. Wie früher. Anfang. Ja, bestimmt. Das ist bestimmt schon ein ganzes Quartal. Ein Jahresquartal her. Wann kam die letzte Folge? Die Nox haben wir. Also, wir haben die Nox als letztes geguckt und davor war auch schon eine lange Pause. Ja, ich glaube wirklich so 3 Monate oder so. Ja, die Nox war, glaube ich, vor 2 Monaten oder so kann das schon gewesen sein. Ja, ja, lang nicht. Ne? Klassisch. Klassisch. Sehr klassisch. Sehr klassisch. Aber schön. Auch klassisch mit Tisch, mit Trinktim hier für die Leute, die ihn nicht sehen können. Hier ist er. Jo, du Mensch. Doch Pirat, ne? Doch Piratentyp ist das. Guck mal. Hier. Jo. Ah, guck mal, wie piratisch der ist. Ja. Ja, Bacon-Tim. 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 Ja, das Bacon-Shirt. Ne? Ist dir aufgefallen, dass das 17,20 CD ähnlich dem das Bacon-CD ist? Ja, ne, aber ich so schön hier gesehen. Das ist auch das Einzige, was ich habe. Ne? Graue Vignette auf weißem Hintergrund und Calibri-Schriftart in Fett. Alles in Word erstellt. Nee, wollen wir aber nicht. Aber eine Sache würde ich mir noch wünschen, trotzdem. Was denn? Eine Folge Stargate jetzt. Oh, jetzt ist mal, was gucken wir denn für eine? Die nächste. Die nächste. Los geht's. Das ist die nach Nox, ne? Die nach Nox. Ja, Stargate. Prost. Prost, ne? Stargate geguckt gerade, ne? War gemütlich. Prost. Ja, Prost, ne? Oh, schön. Gott sei Dank, Gläser. Nee, war eine gemütliche Folge, ne? Wie hieß sie? Brief Candle. Brief Candle. Frei nach Shakespeare. Ne? Bestimmt hier. Wenn du das sagst. Macbeth oder so, glaube ich, wo da die Frau dann tot ist und der dann so wahnsinnig ist schon und dann sagt er. Oh, wie geht das nochmal? She should have died hereafter. There would have been time for such a death tomorrow and tomorrow and tomorrow. Wenn du das sagst, wird das so sein. Brief Candle. Nee, wie geht das? Irgendwie so. Ich weiß es nicht. Irgendwie so. Naja. Life is but a walking shadow. Mhm. Poor player strutting and fretting his hour upon the stage until he's so, no more. So, SG-1. Kommt. Und geht. Ja, genau. Du warst, also wirklich. 100 Tage haben sie gezeigt, 100. Haben sie Zeit, die Folge zu gucken. Und damit ist das die Top-Antwort. Ja. Ja, Szenarige Folge. Wie ist der Teaser? Der Teaser ist, SG-Team kommt in so einen, wieder mal in so einen griechischen bunten Tempel. Ja. Also griechisch anmutende natürlich, ne? In einen Tempel. Und dann wird da gerade ein Kind geboren. Nicht AD-tauglich. Nee, alles nicht AD-tauglich. Alles nicht. Wird gerade ein Kind geboren. Ne? Und dann ist der Teaser auch schon vorbei. Genau. Und dann kommt das Intro. Das Intro kommt und kommt und kommt und dann ist durch. Das ist ein gutes Intro. Man sieht gutes Intro. Die Augen von Richard Dean Anderson von Namen zum Beispiel. Genau. Oder man sieht einen so einen Jafar-Gleiter, sieht man durch einen Stargate fliegen. Man sieht Donis Davies in seiner Arktis, in seiner Polaruniform. Ganz genau. Schöne Sachen. Ja. Schöne Sachen in diesem Intro. Also das Standard-Intro quasi. Und dann sind die wieder in dem Tempel plötzlich. Ne? Da wird gar nicht erklärt, warum dann nach der Intro-Szene plötzlich wieder so, die dann im Tempel sind. Ne? Warum auch nicht? Aber dann wird ja das Baby geboren und dann, wissen die nicht, was die machen sollen da und dann gucken alle erstmal Samantha Carter an. Nee, das waren wir jetzt. Das waren wir? Nein, das haben die aber auch gemacht, weil die ja hier, ne, du bist Doktor. Du bist weiblich, du musst das können. Also Kind zur Welt bringen. Ja, genau. Nee, dann macht aber der Daniel Jackson das auch. Dann macht der Daniel das. Genau. Der hatte ja eine Freundin, die Hebamme war, oder was hat er erzählt? Ja. Steht ja auch richtig viel in der Sache. Was sagt er? Sieht aus wie Mykene hier. Ne? Kennst du? Mykene? Kennst du? Irgendwo da, Peloponnes oder so. wo Perseus auch mal Statthalter war oder so. Keine Ahnung. So ein Ort. Das ist ja in Griechenland, ne? Mykene, kennst du? Griechisch. Aus dem Kindergarten oder aus dem Knast. Zum Knast, ja, ich war ja 4 Jahre im Knast. Nicht. Die schönsten 4 Jahre. Ja, ja
Naja, und dann bringt er das Kind zur Welt. Also er hilft, er macht also so Hebammentätigkeit. Wobei, der geht ja mit der werdenden Mutter, geht er ja schon hinter die Säule, ne, damit die anderen damit nicht, die nicht sehen. Also, fand ich übrigens schön. Da laufen ja die Credits immer am Anfang, ne? So, dann steht da, wer so mitspielt und sowas, ne? Terrell Rothery und so steht dann da einfach nur in so Times New Roman oder so unten drin. Und dann, währenddessen läuft aber die Folge schon. Und dann wird dieser Charakter von dem Planeten, ich habe jetzt vergessen, wie der Planet heißt und so und die ich Kultur auch. Heißt, da wird dieser griechisch anmutende Charakter mit dem Lorbeerkranz, da wird er vorgestellt und der Vater von dem Kind, meinst du? Genau. Ja, ja. Hier übrigens, dein Kind ist geboren, ist wohlauf, Terzi Nosteros oder so. Irgend so ein epischer, griechisch anmutender Name. Und unten in den Credits stand gerade irgendwie also starring Bobby Phillips oder sowas. Das hat die Immersion ein bisschen gebrochen. Also du sollst ja nicht lesen, sonst gucken, ne? Ja, ja. Wenn Untertitel da sind, da muss man sie mal saugt man in sich aus. Deswegen gehe ich auch nicht so gerne in Holland ins Kino, auch wenn die Filme da im englischen Original laufen, dann guckst du immer, dann siehst du da. Die sind zu hell auch. Die sind immer zu hell, die sind immer weiß. Die sind immer weiß, brennen dir in die Augen. Ja, und dann steht da halt, du guckst halt immer drauf und dann siehst du irgendwie, weiß ich nicht, gerade Bane foltert Batman oder so und dann stehen da unten so lustige holländische Wörter und du kannst halt nicht ernst nehmen. Ja, so, also auf jeden Fall hat er das Kind dann zur Welt oder auf die Welt geholt als in Hebammentätigkeit. Mhm. Und dann ist da ein Junge, der wird umarmt von ihm und dann zu Ehren dieser wunderbaren Tätigkeit als Hebamme wird das Kind Daniel genannt. Der junge Darsteller ist jetzt auch schon über 23 wahrscheinlich. Oh. Verrückte Welt, ne? Wow. Es ist ja auch schon spät, ne? Was haben wir? Ja, 2020. Wow. Komisch, ne? Bisschen, wenn du zurückdenkst, so selbst so was wie jetzt hier mal an unsere Zuhörer oder Zuschauer, ne? Wenn man jetzt zurückdenkt an 2014. Zum Beispiel. Also bei mir kommt 2014 noch nicht so lange her vor. Boah, ist viel passiert in der Zwischenzeit, ne? Also da bei mir. Bei dir. Wann bist du hier in die Stadt gezogen, in der du gerade lebst? Um jetzt hier so datenschutztechnisch mal einwandfrei zu bleiben. Irgendwann zwischen vor 2,5 Jahren und 3. Mhm. 2,5 Jahre, ist auch schon. Seitdem nicht mehr. Das kommt mir zum Beispiel überhaupt nicht so lang vor. Und das ist wirklich, also, da ist auch viel passiert in der Zwischenzeit. Ja, und jetzt denk mal an 97, wo die Folge lief. Ist ja Folge 8 erst gewesen. 97. Verrückt. 97. Das ist lange her. 97 ist übrigens auch ähnlich dem Alter, das Jack O'Neill erreicht in der Folge fast. Ja, aber nur simuliert, wie wir später erfahren. Also die kommen dann da an und da sind ganz viele, da sind nur schöne Leute. Es sind nur attraktive Leute. Stand aber auch in dem Text zur Folge. In der kurzen Folgenbeschreibung stand, das SG-1-Team erreicht einen Planeten, auf dem nur attraktive Menschen rumlaufen. Menschen sind. Und die haben alle auch keine, also viele haben keine Unterwäsche an, zumindest oben rum. Unten rum schon. Was haben wir aber gesehen? Wir haben gesehen Höschen obwohl es das Paradies ist. Ja, mein Paradies wäre das nicht. Genau. Weil es wird ja auch noch so, es wird ja sogar der Terminus benutzt, ne? Die sagen ja, wir sind hier Paradies. Ja, wie wär's mit einem Apfel, ne? Was soll passieren? Ganz genau. Und 10 Sekunden später, nicht mal, isst er den Kuchen und wird verflucht quasi. Genau. Ne? Und dann siehst du das Höschen und dann weißt du, es ist nicht das Paradies. Ja, ich meine, ich trage selbst zu Hause keine Hose. Genau. Und das ist nicht mal das Paradies. Verdammte Axt, du bist verarscht. Paradies ist, was man daraus macht. Ja, stimmt. Einfach mal. Einfach. Frei schaufeln lassen, frei schwingen lassen. Swing low, sweet chariot. Naja, auf jeden Fall. Was ist denn dann? Also, dann isst er den Kuchen. Das ist so ein bisschen so eine Mischung aus Kuchen und Pizza. Vielleicht so ein Zwiebelkuchen. Ne? So ein Flammkuchen ist das. Aber was sich später rausstellt. Sehr dick im Teig und da sind so Blüten drauf von Blumen. Aber. Und diesen Space Cake. Space Cake können wir demnächst machen. Was hältst du davon? Trink Tim? Jo, du. Mensch. Holsten trinkt er übrigens. Jo, was sonst, ne? Ne? Klasse. Jo. Oh, guck mal, das ist aber gut. Jetzt steht er richtig gerade. Ne? Ich bin eins. Wie ein 100-Tage-Tim. Ein 100-Tage-Tim. Ja, schön.
Nö, ja. Ja, und der Kuchen, der ist dann natürlich das Verhängnis. Der Kuchen ist nur für ihn. Ne? Die Frau hat MacGyver gesehen und geht dann direkt auf Richard Dean Anderson zu, als die Partei, die Party da sitzt, der Trupp da sitzt von dem SG-Team und gibt ihm dann von ihrem Kuchen ab. Und dann sind die verheiratet. Ja, weil wie in so vielen Science-Fiction-Serien, Geschichten. Ist durch der Marriage Cake. Das ist immer so eine Sache, ne? So Multiperspektivität ist ja schon wichtig, ne? So. Es wird ja immer vorausgesetzt, dass die europäischen und amerikanischen Eindringlinge verstehen, dass das eine andere Kultur ist und sich dementsprechend verhalten und sich anpassen. Und wenn die mal irgendwie einen Brauch oder eine Tradition nicht verstehen, dann ist das immer deren Schuld und wird denen zur Last gelegt. Von anderen wird das nie erwartet. So, das ist ja das ist so ein Konzept, das muss man ja Kindern auch beibringen. Multiperspektivität. Du bist nicht das Zentrum des Universums, jeder ist das Zentrum seines eigenen Universums. Und jedes Universum ist mindestens genauso valide für die Person, die im Zentrum sitzt, wie das deine. Für dich. Schalten Sie nächste Woche wieder zu Quarks und Co. ein. Aber das ist so, ne? Aber das ist guck mal, so. Dieses ist so ein komisches Konzept, was heißt ein komisches Konzept? Das ist ein sehr gutes Konzept, was durch so Science-Fiction-Geschichten sehr gut immer vermittelt wird, dass man immer Verständnis haben muss für das Universum des anderen, für die Welt des anderen und sowas, ne? Egal wie seltsam das im ersten Moment erscheint, kommst da hin, da sind nur junge Leute, die poppen und dann denkst du, ja, komm, lass die mal, ist okay, ist nicht so schlimm. Und das anzunehmen, aber das halt, das schult, also so Science-Fiction-Serien können, glaube ich, schulen, dass das halt von allen Seiten kommen muss. Also genauso wie du, wenn jemand sagt, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie das für mich war und das aber als Vorwurf meint, das ist ja in sich nicht geschlossen, das ist doch paradox. Naja. Wenn derjenige selbst dieses Verständnis vorbringt für dich, dass du das nicht verstehen kannst und dir das aber trotzdem gleichzeitig zum Vorwurf macht, das funktioniert doch nicht. Also Kinos, wo sind wir denn hier? Wir sind ja nicht bei der Hottentotten. Ich mache dir zum Vorwurf etwas, was du nicht verstehen kannst. Ja, aber dann isst er den Kuchen auf jeden Fall und dann poppen die. Dann poppen die. Das ist das, aber man sieht das nicht, man erahnt das nur. Ja, es wehen ganz klassisch Vorhänge im Wind. Ne? Genau. Und dann ist er da, wacht er da oben ohne auf und die ist tot. Die Musik wird sehr, sehr ruhig gediegen. Richard Dean Anderson sagt von sich selbst, oder Jack O'Neill sagt, er wäre 40 in der Folge. Das heißt, wir gehen auch auf das Alter jetzt zu, gerade mit großen Schritten. Ja, die Schritte werden immer größer. Ja, irgendwann hängt er auf dem Boden. Ja, ich erinnere mich tatsächlich dein schöner Vergleich, den du mal gebracht hast, mit dem, wenn du Bilder mit deinem Telefon machst und die immer wieder in die Cloud lädst und es wird immer mehr Bilder. Eine Word-Datei war das bei mir. Eine Word-Datei. Und die wird immer größer. Und Seiten einer Word-Datei. Seite. Scrollbalken. Und der Scrollbalken wird immer kleiner und kleiner und kleiner. Es geht immer schneller, wenn du scrollst, geht immer schneller, weil es einfach so klein ist und so. Ah ja, habe ich ja. Ähnlich ist das bei mir. Ich erkläre das immer so: Zeit und Jahre sind wie Seiten einer Word-Datei. Okay. Du machst eine neue Word-Datei, du machst ein neues Leben auf, du hast eine Seite und die Seite ist alles, was es gibt. Es gibt nur diese eine Seite, nichts anderes. Es gibt alles, das ganze Leben, das ganze Universum ist nur diese eine leere Word-Seite. Was da draufsteht, ist egal. Dann irgendwann fängst du dein zweites Lebensjahr an und es kommt eine zweite Seite hinzu und plötzlich ist das nicht mehr alles. Du siehst nur noch die neue Seite, das neue Jahr, die neue Welt, die neue Zeit ist alles das, was es gibt und plötzlich ist auch rechts so ein neues Phänomen, so ein Scrollbalken. Und jetzt entweder ist der ganz oben oder ganz unten, ne? Der so 50% dieses Balkens sind dieser Scrollklotz, nenne ich ihn mal. Und dann kommt eine dritte Seite, dann wird der Klotz kleiner, ist ein Drittel plötzlich nur noch. Und du siehst, er ist entweder oben, er ist in der Mitte oder er ist unten. Und du hast plötzlich drei Jahre, drei Seiten, auf die du gucken kannst. Und plötzlich ist jede Seite gar nicht mehr ganz so besonders. Und dann hast du irgendwann 10 Seiten. Und jede Seite, du kannst die Seiten vielleicht gar nicht mehr auseinanderhalten. Hast 20, hast 30 Seiten. Und dieser Scrollbalken ist so klein, du kannst noch sehen, wo er ist, bei 20 Seiten. Kein Problem. Du könntest immer noch am Scrollbalken, könntest du theoretisch noch erkennen, auf welcher Seite du gerade bist. Aber irgendwann hast du 30 Seiten. Das ist 40 Seiten. Und dann ist der Scrollbalken so klein, dass du gar nicht mehr sehen kannst an dem Balken, wo du bist. Und wenn eine neue Seite dazukommt, siehst du gar nicht, dass der Balken kleiner wird. Du siehst auch gar nicht, dass er sich bewegt. Und so ist das. So kommt mir das selber, also jetzt mit meinen 31 Jahren kommt mir das so vor. Das ist die Erklärung für mich so ein bisschen, dass Zeit ist relativ, kommt dir relativ vor. Und Zeit vergeht immer schneller. Das ist so dieses, weil das einzelne Jahr, der einzelne Tag, die einzelne
quantifizierbare Zeiteinheit verliert einfach so ein bisschen an Bedeutung dadurch, dass es so viele gibt. Natürlich nicht im Moment selber. Jeder Moment ist immer noch genauso ein Moment, aber du kennst so viele Momente, dass das einfach komprimierter ist auf den gesamten Zeit-Container gesehen. Ja, willkommen beim Philosophie-Quartett. Ja. Leider haben wir nicht aufgenommen. Schade. Naja. Nee, aber es ist tatsächlich auch sehr passend zur Folge. Ja, ne? Es passt wirklich sehr gut in die Folge. Und wenn du nur 100 Seiten hast. Wenn du nur 100 Seiten 100 hast, Tage ist das hast. Echt sehr überschaubar. 100 Zeilen hast oder sowas. Nur eine Seite, die du beschreiben kannst. Ja, plötzlich. Und dann kommst du aber nur aus der Perspektive von jemandem, der schon ein Dokument mit 40 Seiten hat. Ja, genau, wenn du halt, das ist ja das Ding, für die ist das ja das gesamte Universum. Bei denen ist ja wahrscheinlich das Word-Dokument auch kleiner, weil das bei denen anders aufgeteilt ist. Ja. Aber die haben einen kleineren Bildschirm, die müssen das ganz anders handeln. Aber dann kommt da halt einer rein, der hat schon ein paar tausend Tage gelebt und dann, oder sehr viele tausend Tage gelebt. Und für den ist das dann natürlich erschreckend, dass die nur 100 Tage leben. Denn darum geht es in der Folge. Ja, und ja. Genau so muss das ja sein. Kannst du auch eine Science-Fiction-Geschichte daraus schreiben. Stell dir mal vor, wir kommen jetzt irgendwo hin, da ist jemand, der hat ein Dokument mit 1000 Seiten oder noch mal verrückter gedacht, da ist jemand, der hat einen Ordner mit Word-Dokumenten. Das heißt, der hat nicht nur sein eigenes Ding, sondern der kann in viele verschiedene Leben reingucken. Was wir uns gar nicht vorstellen können, aber wenn du das auf das Konzept von so einem Ordner mit einzelnen Word-Dateien runterbrichst, die, was für einen selber als Mensch überhaupt kein Problem ist, zu verstehen, wie das funktioniert und dass man in verschiedene, dass die auch gleichwertig sind, du kannst in jedes reingucken. Und das als auf Leben münzt oder sowas, da kann man bestimmt eine Science-Fiction-Geschichte draus schreiben. Da gibt es ja tatsächlich einen guten Film, Mr. Nobody. Kennst du den? Nee, kenne ich nicht. Wahnsinnig fantastischer Film. Also wirklich sehr, sehr sehenswert. Da ist einer, der durchlebt halt mehrere Leben. Aber nur durch seine Gedanken. Das ist, ich kann das gar nicht beschreiben. Ich will auch nicht spoilern. Dieser Film ist sehr, 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 sehr sehenswert. Mr. Nobody. Wirklich, wirklich, wirklich fantastisch. Da durchlebt nämlich eine Person ganz, ganz viele verschiedene Leben. Ganz viele, ich glaube vier verschiedene Leben und die laufen halt im Film parallel nebeneinander. Das ist wirklich sehr, sehr schön zu sehen. Und der muss sich quasi für eines dieser Leben entscheiden und das geht nicht. Das ist sehr schwierig. Auch also, sowas, ne? Multitasking. Hast du zwei Word-Dokumente auf, ist für dich als Mensch kein Problem. Aber wenn du überlegst, zwei Leben aufzuhaben, wäre das schon schwierig vorstellbar. Vor allem, weil du immer abwägen musst. Das ist so eine Dimensionsfrage auch. Ne? Von wo guckst du auf das Leben? Hast du noch so eine extra Dimension und siehst die Leben so von außen? Siehst die quasi zweidimensional, also weniger dimensional als du? Oder bist du da drin? Aber also, das ist jetzt schon wieder Thema für einen ganz anderen Podcast. Ja, ja. Aber nun gut, wir sehen uns so selten hier mit Space Table, wir das zwei. Stimmt. Das wäre vielleicht ein schönes neues Format. Merkt man auch. Sci-Fi und Philosophie. Ja, aber ja, dann kann man das auch geiles, so. Da muss man sich dann, aber das ist dann Vorarbeit auch, ist dabei Arbeit. Und nee, ja. das ist nicht, also das sehe ich bei uns nicht. Da kann ich dir jetzt schon versprechen. Wir schaffen Folge. Ja nicht mal Science Fiction ohne Philosophie. Weißt du? Oh, heute war ganz gut. Und solange wir das nicht schaffen, ja, vor 3 Monaten die letzte Folge. Ne? Also ein bisschen, ich sag ja nur pauschal, ist das eine schöne Idee. Ein bisschen die Moschee im Dorf lassen jetzt. Ja, ja. Ja, dann isst ihr den Kuchen. Und dann. Wir sind immer noch bei den ersten 5 Minuten der Folge. Das ist das. Ja, aber es passiert ja auch nicht mehr viel. Es passiert wirklich nicht viel. Aber es ist, weil es eine gemütliche Folge ist. Es ist eine sehr, sehr gemütliche. Gemütliche Folge, aber ich. Ja. Nicht die beste. Es ist damals, ich glaube, so in 97 war das noch voll okay, sowas zu machen, weil das irgendwie Zeit war, wo Fernsehen eh so. Da war Xena-esk. Abgeschlossen war. Sachen machen auch noch gut. Aber heute. Man hat das einfach schon zu oft gesehen, in besserer Form und so. Es ist ja auch so ein bisschen, nicht ganz so, aber ich glaube auch der Inhalt ist nicht komplex genug. Also die Folge ist einfach nicht komplex genug für den heutigen Geist. Wenn man sich heute was Neues angucken wollen würde, dann ist es einfach zu simpel, zu einfach gestrickt. Ja, und weil es nur die Zeit vergeht schneller und wir müssen das verhindern und es ist nicht so, dass er ein ganzes Leben lebt. Ja, es gibt ein Problem, dann gibt es die Solution und dann ist das fertig. Das hat wirklich, es gibt nur 2 Punkte. Es gibt halt noch nicht mal einen Mittelteil, es gibt einfach nur das und das. Irgendwie schon, ne? Es beginnt passiert auch nichts. Es
beginnt und es endet. Das ist er macht nichts in der Zeit, weil er auch keine Zeit hat. Naja. Und auch dieser Gedanke, du hast keine Zeit mehr, du wirst jetzt in 2 Wochen sterben, was machst du dann, wird halt überhaupt nicht behandelt. Überhaupt nicht. Das ist er ja wird das, halt, er setzt sich vor Stargate und wartet. Das Menschlichste wird ja sein, irgendwie sich damit auseinanderzusetzen und dann das zu machen, worauf man eigentlich am meisten Bock hat, um das einfach nochmal zu machen. Ja, und also ein Ding ist ja, er hat ja gerade geheiratet, eine wirklich wunderschöne Frau. Da würden mir andere Sachen einfallen, als einfach nur vor dem Stargate zu sitzen und auf dem Tod zu Gut, wir sehen ja nicht alles, was passiert. Na genau, wir sehen nicht alles, was passiert, aber immer wenn wieder Schnitt zu O'Neill ist, sitzt er halt vor dem Stargate und vegetiert vor sich hin. Und durch Zufall entdeckt er dann die Lösung. Wie es aber auch im echten Leben, im eigenen Leben oft der Fall ist. Ne? Ja. Man gibt sich wenig Mühe und trotzdem kommt aber dann irgendwie sowas wäre, zu. Für eine Folge, wenn die heute gemacht werden würde, müsste diese Komplexität da rein. Social Life, was mache ich eigentlich? Und ja. So, es müsste dann irgendwie noch was mit Anti-Trump rein oder irgendein Scheiß. Kein Bock mehr auf heutzutage, echt. Wenn man eine Folge gucken möchte, die Science-Fiction ist und sich mit so einem Thema befasst, dann sollte man The Inner Light gucken. Next Generation. Picard wird von dieser Sonde, ne, weißt du, gescannt und dann lebt er das ganze Leben, hat Kinder und sowas, lernt Flöte spielen. ja, ist gut. Fantastische Folge. Immer noch. Was kann man da sonst noch? Es passiert nicht viel. Also, ich fasse mal kurz zusammen. Samantha Carter und Dr. Fraser stehen noch um so ein Isolations-Untersuchungsgerät. Dann lösen sich die Gummihandschuhe auf. Man sieht einmal eine sehr schöne Perspektive, fast schon letztes Abendmahl, wo das SG-Team ohne O'Neill um den Tisch sitzt und hinten steht General Hammond in seiner vollen Montur. Hat sogar noch ein bisschen Taille. Und sieht einfach verdammt gut aus. Er muss dann ein Machtwort sprechen und sagen, also die Sachen, die wir mitgebracht haben, müssen wir vernichten, sonst vernichtet das uns. Aber das ist die einzige Rettung für unseren Colonel. Und er sagt, ist mir egal, wir müssen hier schützen. Und dann ist erstmal für alle, oh nein, O'Neill wird sterben. Aber natürlich stirbt O'Neill nicht, weil wir sind in der ersten Staffel. Aber irgendwie findet er dann was raus, nämlich da ist so eine lustige Energiequelle. Und die hat scheinbar irgendwas damit zu tun. Dann kommen die da an, sehen sich halt an und sagen, oh, das ist so ein Dings, so ein Frequenzgeber, der macht halt so lustige Dinge, dass die halt nur so kurz leben. Also machen die das, unterdrücken die das, bauen eigenes Equipment auf. Es ist so banal, wie es nur eben sein kann. Die bauen das auf mit ihrem eigenen Equipment. Die Leute sind alle happy, werden wieder wach, leben und wahrscheinlich länger als 100 Tage. Und dann ist quasi die Folge zu Ende. Tschüss. Geschenke.